So, weiter geht's. Wir haben ja zwei Orte komplett erkundet, halt. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt am Blödsinn machen. Wir haben ja unsere Kommandozentrale errichtet. Den einen haben wir ja auf eine Mission geschickt. Der ist jetzt, glaube ich, 3 Tage weg. Die Waffen passen. Der Truck passt auch. Was ich mir natürlich jetzt frage, das habe ich ja beim letzten Mal schon erwähnt. Die zwei sind ja hier oben. Hier haben wir unser Scharfschützengewehr. Wer fährt den Truck? Also da können wir jetzt gespannt sein. So, kleine Wüste. Erkundung abgeschlossen. Also, dann gehen wir mal hier weiter. Im Südwesten Skaris gibt es einige interessante Orte. An jedem gibt es unterschiedliche Gegner und Ereignisse. An Orten von hoher Gefahrenstufe triffst du auch auf stärkere Gegner. An Orten von höherer Reichtumsstufe findest du mehr Belohnungen. Suche nach einer sicheren Route zur Geheimbasis, die aber möglichst viele Ressourcen bietet. So. Die Karte ist ja verdammt groß. Ah, was ist das hier oben? Da ist die Hauptstadt. Also hier ist das Ende. Jetzt seht ihr mal, wir haben eigentlich wirklich eine verdammt weite Reise vor uns. Ja, wenn er mal schaut, empfohlene Stufe 6. Na, das ist schon brutal. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach erstmal hier rüber. Geschätzte Kosten 21 Stunden. Ja, werden wir hinfahren. So, Banditenfahrzeug. Oh, diesmal haben wir ein Fahrzeug. Warte mal, mit hoher Geschwindigkeit. Ist ein Megafon montiert, aus dem die Worte Zeit den Weg soll erklingen. Das gegnerische Fahrzeug ist ein Motorrad. Antipanzerung. Mit einer Reihe von Waffen gegen Fahrzeuge ausgestattet. 120 haben wir sowieso nicht. Erfolgschancen 25%. Ja, wir können es mal probieren. Flucht gescheitert, also wir müssen kämpfen. So. Warte mal, oder? Was? Steuere die Bewegung deines Trucks und den Abstand zu gegnerischen Fahrzeugen über das Armaturenbrett. Ach so, hier unten, ne? Die Genauigkeit des Trucks nimmt drastisch ab, wenn der Zustand zum gegnerischen Fahrzeug groß ist. Wenn es gefährlich wird, klicke auf Fliehen, um zu versuchen, den Kampf zu entkommen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit der Flucht hängt von der Entfernung zwischen den Fahrzeugen und ihrer relativen Geschwindigkeit ab. Wenn der Gegner zu nah ist, scheitert die Flucht meistens. Okay, jetzt warte mal. Ich kann, wir werden jetzt erstmal auf den Fahrer gehen, weil er ja auch hier eine Waffe in der Hand hat. So, wer fährt unseren Truck? Kampf beginnen. Mit voll. Ach so. Oh, perfekt. So, komm. Ach so, der Fahrer ist weg. Dann gehen wir mal hier auf das Fahrzeug. Also das mit dem Fahrer ging sehr, sehr schnell. Also das ist jetzt hier nur so dargestellt nebeneinander, aber ihr seht eigentlich die Entfernung hier unten, wie weit wir vom Gegnerfahrzeug eigentlich entfernt sind. Das können sie ja nicht darstellen, so groß wäre ja unser Bildschirm gar nicht. So, gleich haben wir es. Oder? Nee. Robustheit 0, also ich glaube, wir müssen jetzt mal woanders hinschießen. Schießen wir mal auf die Reifen. So, das haben wir zerstört. Wir haben 32 Geld bekommen, Vorräte 39. Was natürlich wichtig ist für uns, ist das Öl. Neue Fahrzeugwaffe, Spikewerfer. Warte mal, stark reifen Personen. Ja, okay, aber für die Personen wäre das schon mal sehr gut.
Sanitäter auch Stufe 6. Wenig Medizin, medizinische Ressourcen minus 50%. Okay, jetzt schaut mal hierhin, wieder empfohlen Stufe 6. Na komm, wir sind, was sind wir? Oh, da war mal, wir sind ja Stufe 4. Wir müssen halt so sagen, wir können ja auch erst, also wir müssen ja dorthin fahren und erkunden. Ich kann nicht sagen, also wir müssen erst hier hinfahren und dann erkunden. Ich kann jetzt nicht sagen, ich fahre hier weg und dann will ich das erkunden. Es geht nicht. Ich würde sagen, wir probieren das hier. Auch wenn wir jetzt nur zwei Leute sind. Wir müssen natürlich Ressourcen sammeln, was geht. Da, warte mal, da können wir nichts mitnehmen. Einmal Holz. Stein wäre wichtig für uns. So, was haben wir hier? Wachturm. Dieser Wachturm ist das höchste Bauwerk in der Gegend. Die früheren Bewohner haben Betten und Vorräte zurückgelassen. Wir können ihn nutzen, um das Gebiet von oben auszukundschaften und eine bessere Route für die Erkundung auszumachen. Das machen wir erstmal nach Vorräte suchen. Das ist natürlich immer gut. Nein! Fehlschlag. Jetzt warte mal, wir werden jetzt eben schnell die Stufe geben. Jetzt ruhen wir uns mal schnell aus. Das ist... Achso, hier unten an der Moral hier steigert es. Wir haben uns eine Route mit mehr Ressourcen gesichert. Okay. Und dann werden wir mal untersuchen. Ist zwar eine geringe Chance, aber wir haben es geschafft. Gewesen ist, ich denke, es ist sicher. Okay. Das haben wir soweit. Wir gehen jetzt mal weiter. So, deinen ersten Jobskill freigeschaltet, der ihn stärker im Kampf macht. Skills können eingesetzt werden, sobald ihre Ablenkzeit abgelaufen ist. Ultimative Skills können nur eingesetzt werden, wenn die Moral des Kämpfers voll ist. Über den Automatischbutton kannst du auch detaillierte Strategien für den automatischen Kampf festlegen. Mhm. Jetzt warte mal, Wasser. Achso, Splittergranate. Jetzt warte mal, ausweichen war hier. Erfahrung plus 2%. Dann machen wir das, weil dann, wenn die Erfahrung schneller steigt, steigen wir mehr im, erst schneller im Rang. Auch wenn es zwar jetzt nur 2% sind, aber besser als gar nichts. So, achso, hier sind die. Splittergranate und präzises Zielen. Jetzt lassen wir die schnell nochmal heilen hier. Ach, das geht immer nur ein Stück. Oh, warte mal, der kann die Rüstung reparieren. Schaut euch mal das an. Die hauen ganz schön runter hier. Hey Jungs, macht was, macht was. Schaut euch das an, er hat nur noch die halbe Gesundheit. Boah. Das Blöde ist natürlich, dass die immer hier ihre Rüstungen reparieren und die natürlich noch fast überhaupt keinen Schaden mehr hat. Komm. Bitte weg. Ja. Wir werden ihn verlieren. Okay, sie ist weg. Warum können wir ihn nach hinten bringen? Nee. Scheiße. Ja, dann stirbt ja unser guter Kerl. Nein. Boah, schaut euch das an. Das war so knapp. Das war wirklich knapp diesmal. Ich hoffe mal, dass wir ihn vor dem nächsten Kampf nochmal heilen können. Das ist schon wirklich bitter.
Snacks kaufen. 7 für 6 Geld. Okay. Wir müssen natürlich Glück haben, dass wir hier... Naja, das ist nicht so viel. Hier hinten bekommen wir halt mehr. Fruchtgummi kaufen. Benutze es... Oh, 84. Nö. Ah, einschlagen. Programmierung hacken. Ja, das machen wir mal. Und sogar perfekt. So, es ist alles zu 90% reduziert. Na, das hätte man natürlich eher mal machen sollen. Aber was können wir mit diesem Fruchtgummi dann hier machen? Na, schade. Schade, schade, schade. Hier gibt es ja nichts weiter. Jetzt lass bitte nicht so viele Kämpfer hier kommen. Warte mal, verletzter Söldner. Dieser Stammessöldner wurde im Kampf schwer verletzt. Er wäre uns für immer dankbar, wenn wir seine Wunden mit einigen unseren Vorräten behandeln. Probieren wir das. Oh shit. Dürfen wir nochmal? Jetzt. Jetzt haben wir aber sau viel gebraucht. Ihn einladen. Scheiße. Okay, jetzt hätten wir das Geld. Ach komm, ich hätte ihn gern bei mir dabei. Oder sie. Da haben wir natürlich das Geld nicht dafür. So, Tunnel, offene Tür. Du siehst einen Tunnel, der in die Dunkelheit führt. Was uns drinnen wohl erwartet. Die Tür dieses Gebäudes steht weit offen. Die Frage ist, ob dies eine Falle oder eine Einladung ist. Wir müssen ja hier reingehen. Da bleibt uns ja schon mal gar nichts anderes übrig. Okay, wir ruhen uns aus. So, jetzt sind wir auf jeden Fall hier schon mal Stufe 6. Sehr gut. Mhm. Wir geben ihnen Entschlossenheit und Genauigkeit. Warte mal, wie schaut's? Oh, leck, sind die Verletzungen. Schaut euch mal das an. Ja, das ist natürlich nicht viel, was man hier... Schaut es mit unserer guten Dame hier aus. Warte mal, das geht eigentlich. Hey. So, so sollte man es lassen. Ah, können wir die Pflanze nicht mehr nehmen? Was Kräuter. So, wir haben Speer. Oh, jetzt wissen wir nicht, was dahinter steht. So, die ist auch Stufe 6. Da werden wir die Kraft geben. Warte mal, Fitness und Fitness. Das versteckt sich hier in dem Heu. Ausruhen. Okay, das haben wir auch. Unsere Moral ist fast voll. Da haben wir Kräuter. Sehr gut. Hey. Ey, das haben wir doch sonst auch immer geschafft. Was ist, wenn wir hier nichts mehr auswählen könnten? Dann glaube ich, wäre es vorbei, oder? So, Bücherregal haben wir hier wieder. Genaue Karten der Umgebung. Unser großer Führer, das sehen die Jubiläum-Schuss... Ah, wir machen mal Schusswaffen der Welt. Also Genauigkeit plus für 2% auf 3 Stunden, ne? So. Moral ist voll. Dann können wir uns auch heilen lassen. Warte mal, habe ich jetzt hier irgendwas vergessen? So. Die Farbe dieser Drehbank ist verrostet und abgeblättert. Überall sind Spinnweben. Ein paar Rohmaterialien liegen auf der Drehbank. Sie sollten ausreichen, um die Maschine zu benutzen. Jetzt machen wir mal... Ja, Waffen kalibrieren. Komm. Ach, Mensch.
hat man doch eigentlich eine gute Chance. Dann wären bestimmt unsere Waffen genauer gewesen. Ah, hier ist wieder der Ausgang. Das ist ja ärgerlich. So, also wie gesagt, in der letzten Folge haben wir so eine Kiste, wo nämlich... Ah, nein, es war eine Holzkiste. Mit einer Falle. Okay, hier müssen wir öfters drücken. Ich habe schon gedacht, wir kriegen die gar nicht auf. Da haben wir den nächsten Kämpfer. So, Kopfgeldjäger-Einheit. Kraft 2. 17,7 hat er den Schaden. Genauso wie sie. Jetzt wenn wir ihn trotzdem mal nach hinten schicken. Er ist nämlich ein bisschen schwächer. Ja, das ist schon mal sehr gut, dass sie gleich mit ihren Skills hier anfangen. Ja, die hat natürlich keine Rüstung. Mach was. Oh, was ist das? Ja, es geht hier mit unserer Gesundheit. Aber man muss halt sagen, es war ja auch nur ein Gegner. Aber ich glaube, das ist schon besser, wenn sie vorne bleibt. Da, das ist wieder eine Falle hier. Das werden wir natürlich nicht nehmen. Ein Dorfbewohner beobachtet aufmerksam die Menge. Es scheint eine Schlägerei zu geben. Was ist hier passiert? Läuft auch ohne diese zivilen Unruhen sind die Ernten miserabel dieses Jahr. Die Bauern wollen. Die Bauern wollen, dass der Grundherr ihnen die Schulden erlässt. Nach dem Grundherrn fragen. Er ist ein anständiger Bürger mit einem guten Ruf. Seine größte Schwäche ist, dass er etwas gierig ist. Sie können ihm zudringlich werden, aber sie hatten es auch nicht einfach im Leben. Es ist ein Pech, als Bauer geboren zu werden. Natürlich unterstütze ich die Bauern. Wenn sie pachtfrei leben können, dann kann ich das doch auch, oder? Okay, mehr können wir gar nicht machen, ja? Bitte unterstützt uns, Kameraden. Wir glauben an eure Revolution. Jetzt fragen wir erstmal nach der Ernte. Sie war schrecklich, einfach schrecklich. Ich kann meinen Gürtel enger schneiden, aber was ist mit meinen 4 Kindern? Meinem neugeborenen Mädchen. So, ohne Pachtvertrag können wir nichts anpflanzen. Was bleibt uns anders übrig? Wir arbeiten ein ganzes Jahr lang und geben dann die Hälfte unserer Ernte an den Grundherrn ab. Und uns bleibt nur die Reste. So. Mit denen man vernünftig reden kann. Diese schamlosen Haufen nutzen den Bürgerkrieg aus, um sich aus den Verträgen zu schummeln. Was ist mit meinen Rechten? Was ist mit meinem Geld? Fragen wir mal nach der Pacht. Ein Vertrag ist ein Vertrag und ich hoffe, dass sich die Revolutionäre ebenfalls an die Gesetze halten werden. Geht in das nächste Dorf und fragt ruhig herum. Meine Pacht ist die niedrigste in der Gegend. Also, wir werden auf jeden Fall kämpfen müssen. Kraft 7 hat der gute Kerl. Aber wenn ich... Oh, ein... Sau guter Schaden. So, einmal noch, dann müsste er weg sein. Da haben wir ihn doch. Perfekt. Asraf hat schwere Verletzungen erlitten und liegt im Sterben. Was wollen wir tun? Wir versuchen ihn zu retten. Nein. Boah, das kostet uns auch viel Vorrede. Jetzt. Perfekt. Versuchen ihn zu rekrutieren. Okay, aber er ist schon mal Stufe 6. Das ist sehr, sehr gut. Wo ist der jetzt? Achso, den werden wir dann erst später bekommen. Dorfvorsteher, was ist hier passiert? Ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, dass diese Bauern die Revolution nur ausnutzen, um ihren vertraglichen Pflichten nicht nachkommen zu müssen. Warum sollen wir das entscheiden? Sollen wir uns stellen? Beide Seiten haben Argumente und wir sollten keine vergraulen. Wie wäre es mit einem Kompromiss? Komm, wir machen jetzt mal die Hälfte der Pachtschulden erlassen. Alle haben das Urteil der Revolutionäre gehört. Die Miete wird halbiert. Geht nach Hause und arbeitet weiter.
Okay, na, das ist doch eigentlich für beide was Gutes. So, machen wir mal hier die Vorräte. Brennender Verkaufsautomat, die Vorräte bergen. Jetzt haben wir natürlich sau viel gebraucht hier für die Rettung von ihm. Oh, ein Koffer. So, wir sind am Ende angelangt. Haben wir es doch eigentlich gut geschafft mit zwei Leuten. Und wir haben den neuen Teamkameraden, Stufe 6. Perfekt. Hey Prinz, sieh dir nur unser neues Zelt an. Nicht schlecht, was? Soll das unser neues Schlafquartier sein? Nein, natürlich nicht. Das ist unsere Krankenstation. Unsere Kämpfer werden auf unsere Erkundungen oft übel verwundet. Wir können solche Verletzungen aus hygienischen Gründen nicht unter freiem Himmel behandeln. Ich kann dir so schon sagen, dass die Bakterien sich in unserem Lager vermehren, wie die Kaninchen. Das Letzte, was wir wollen, ist, dass Krankheiten sich im Lager ausbreiten. Also habe ich diese Krankenstation aufgestellt. Die Umgebung ist zwar auch nicht super steril, aber wir können sie zumindest organisiert halten und unsere Verwundeten isolieren. Ich denke auch, dass wir Medikamente herstellen können, indem wir Kräuter zermahlen oder Verbände in Alkohol einweichen, um sie zu desinfizieren. Wir brauchen jetzt nur noch ein paar Betten für die Kranken und Verletzten. Seit wann kennst du dich so gut mit Medizin aus? Hast du irgendeine Ausbildung in der Richtung? Natürlich, und darüber sollst du dich freuen. Ich hatte zwei Medizinkurse, einen in Erster Hilfe und den anderen in Feldmedizin. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet, Bannon. Ich lege mein Leben aber eigentlich nur ungern in die Hände anderer Menschen. Darf ich fragen, welche Noten du in diesen Kursen bekommen hast? Das waren beides Wahlpflichtkurse. Ich habe Skaria im letzten Drittel des Semesters verlassen. Es ist nicht so, dass ich irgendwelche großen Operationen durchführen werde. Das Ganze ist auch nur sehr rudimentär aufgebaut. Aber ich denke, dass ich hier immerhin ein paar Wunden nähen, Infektionen desinfizieren und Frakturen behandeln kann. In Nordo würde man dich dafür 3 oder 4 Jahre ins Gefängnis schicken, ohne medizinische Lizenz zu praktizieren. Dann such du uns doch einen Arzt. Was ist denn hier los? Was soll das Geschrei? Bestell dir etwa hinter meinem Rücken Pizza? Ei, ist er wieder da? Nein, nein, unsere Krankenstation ist fertig. Jetzt brauche ich nur noch einen verletzten Patienten, an dem ich sie testen kann. Ist es okay, wenn ich die Wunden unserer letzten Kämpfe zusammennähe? Ach, das macht mir gerade irgendwie Bauchschmerzen. Ach na gut, dann hau mal rein. Alles klar, mach dich bereit. So, wir haben unsere Krankenstation. Da ist er. Nee, der ist noch nicht da. So, behandeln, das ist noch, warte mal, benutze Medizin in der Stufenvorschrift, Medizin herzustellen. Was da brauchen wir für ein Schmerzmittel? 3 Kräuter. Naja, aber die lindern halt wirklich schon extrem hier. So, erhöhen Behandlungsgeschwindigkeit. Behandlungskostensenkung. Kämpferverletzungsresistenz. Okay. Also wie gesagt, das müssen wir ja alles hier noch aufwerten. Jetzt schauen wir mal ganz kurz in unser Lagerhaus. Was haben wir an Rüstung? Ja, Beute minus 6. Jetzt war da mal die Hammer. Bei ihm bräuchten wir noch was. Genauigkeit minus 6%. Das ist natürlich blöd. Jetzt warte mal, wie kriegen wir den in unseren Trupp hier rein? Man kann nie genug Medizin haben. Warte mal, wieso kommt der nicht hier unten rein? Der müsste doch eigentlich jetzt hier unten drin sein, dass ich dem auch meine Waffe geben kann. Komisch. Okay, 0,8 Tage. Warte mal, Training. Verbessere die Talente der Kämpfer. Wann wird denn das freigeschalten?
Einen neuen Auftrag haben wir keinen, okay. Ja, aber wir müssen ja noch irgendwie hier unten in unseren Trupp reinbekommen. Ich habe zu 100% Bettwanzen. Gehen mit dir ab. So, aber trotzdem mal schnell hier unsere Verletzungen anschauen. Also, der würde wirklich alles heilen hier. Mhm. Okay, jetzt machen wir erstmal das hier, dass die da unten bleibt. Mhm. So. Gute Frage. Ich weiß es nicht. Wir werden uns auf jeden Fall erstmal wieder auf den Weg hier machen. So, wenig Medizin, medizinische Ressource minus 15%. Also hier haben wir Stufe 2 und einmal Ressourcen. Ich würde sagen, wir gehen dahin. Oh, und wir haben auch keinen Gegner entdeckt. Sehr gut. Also kein gegnerisches Fahrzeug. Wir sind zu dritt. Na? Wir sind wirklich nur zu zweit. Ja, das verstehe ich aber nicht. Komisch. Oh, ein Kinderwagen. Was ist denn hier jetzt drin? Okay, das nehmen wir nicht. Das müssten ja auf jeden Fall wieder Händler sein. Baupläne für Fahrzeugzubehör kaufen. Fahrzeugwaffen. Ja, ich frage... Achso, wenn wir die ausrauben, seht ihr, dann müssen wir hier wirklich gegen alle kämpfen. Können wir uns nichts leisten. So. Der ist Stufe 5. Oh, Entschlossenheit 11. Krieg mal hin. Ja, schaut, der ist gleich am Ende. Also der ging sehr, sehr schnell. Eine neue Rüstung. Bin ich mal gespannt, ob die was Gutes ist. Wir werden ihr die Kraft geben und Entschlossenheit. Und unserem Chris. Aber wieso wird denn das hier rot angezeigt? Ach so, bestimmt wegen diesen Werten, weil er normalerweise mehr hätte. So, den haben wir. Oh, das schaut nach was Großem aus hier. Ordenssöldner. Entschlossenheit 15. Ja, den werden wir hinkriegen. Na, der hat aber... Ne, der hat keine Rüstung. Boah, was macht denn der hier? Ja, schaut hin. Haben wir gleich. Komm, macht was. Fertig. Wir haben den Verband bekommen. Dann ist sie auch wieder in dem Kampf hier. So, Reste im Topf probieren, nach Vorräten suchen. Das werden wir machen. Boah, so knapp. Oh, Waffen. Warte mal, die RK2, haben wir die nicht schon? So, dann werden wir uns ausruhen. Reste im Topf probieren. Oh, was wird da drin sein? Okay, also das war gut. Da haben wir nichts mehr. Also Beweglichkeit minus 2. Ja, wir werden jetzt, ich denke, die Kämpfe immer automatisch hier machen lassen. Ah, das war eine Infektion hier, was sie bekommen hat. Und eine neue Waffe. Na, ich bin froh, wenn wir im Lager sind. Ah, die Gefangennahme, das ist blöd, dass wir das irgendwie nie schaffen. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob es da eine Option gibt, was wir einstellen müssen.
mit dieser Gefangennahme. Warte mal, Harun Einsatz, also okay, der hat seinen Einsatz abgeschlossen. Perfekt, dann ist er wieder dabei. Und dann müssen wir auf jeden Fall mal schauen, wie wir den, wie heißt der jetzt? Den anderen hier unten mit reinbekommen, der fehlt uns. Drei Mann wären hier schon besser. So, Tempel vom Gott des Krieges. Mehrere Opfer darbieten. Wir beten jetzt mal. Sehr schlecht. Glaube plus 5. Okay, das ist ja nur Holz. Dann haben wir hier Stein. Könnte man doch das auch mitnehmen, eigentlich als Holz. Ach, hier unten seht ihr, wann die Erkundung fertig ist. Oh, shit, da habe ich nicht aufgepasst. Helft uns, eine Zukunft aufzubauen. Ein Mechanikexperte mit Hochschulabschluss ist eine Rarität. Selbst vor dem Krieg, leider kann er jetzt nur noch darauf warten, dass ihn jemand für Zeitarbeit einstellt. Dann müsst ihr billiger sein. Oh ne, ist aber nicht wirklich billiger. Da haben wir die Robustheit, Geschwindigkeit, Treibstoffkosten. Ja, das hört sich doch gut an. Nehmen wir das. Wenn wir dann nur sparen können, ist es sehr gut. So, helft uns, eine Zukunft aufzubauen. Probieren wir mal. Ja, aber das kostet uns verdammt viel Geld, wenn wir das jetzt nochmal machen. Komm, das reicht schon einmal. Ich glaube, der wird jetzt dann eh nicht mit uns mitkommen. Außerdem ist das eh kein Kämpfer. Jetzt warte mal. Ja, also das habe ich wirklich noch nie bemerkt, dass da unten das Ding hier voll geht. Oh, leck, hier haben wir gleich zwei, oder? Scheiße, was machen wir denn hier? Chance für Gefangennahme 4%, das ist verdammt wenig. Der ist schon angekratzt. Na okay, wir aber auch. Auf jeden Fall hier unsere Bennen nicht verlieren. Das wird, glaube ich, schon bitter. Achso, schaut mal hin. Wenn jetzt zwei Gegner da sind, schießt ihr auch zwei Granaten raus. So, komm, ein bisschen noch. Nein, ganz wenig. Perfekt. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal eine Kämpferrüstung. Da müssen wir auf jeden Fall mehr haben. So, schnell reinlassen. Ja, diese Anhänger sind blöd. Wir können ja nicht zweimal den Anhänger, auch wenn sie andere Werte haben, ausrüsten. Es hat gedonnert, schon wieder ein Gewitter. So, wir sind gleich durch, schon hin. Da haben wir noch eine Blut, also Kräuter. Ja, da sind wir schön durchgekommen. Das wären wir aber trotzdem mal lieb. Ah, wieder alles nur rot. Intelligenz, Vorratskosten plus 20%. Was haben wir hier? Intelligenz, Kraft. Kritische Rate, Durchdringen minus 1. Aber Schaden pro Sekunde ist nicht viel. Was ich mir natürlich jetzt frage, wie können wir die Sachen verkaufen? Hey, ich habe gute Neuigkeiten. Was gibt's? Ist Akatula tot? Das Kommunikationsgerät, das Signal, wird anscheinend stärker. Das heißt, wir können jetzt endlich Kontakt zum CSB aufnehmen. Dieser Drecksack Akatula hat alle regulären Kommunikationsmethoden unterbunden. Zum Glück können wir es mit den Modifikationen, die ich vorgenommen habe, als Satellitentelefon benutzen. Ein Satellitentelefon können wir damit Pizza bestellen. Haha, Brenz, du bist ein Genie. Der mit seiner Pizza. Naja, normalerweise benutzen wir solche Telefone, um die diplomatischen Gespräche zu führen. Wir können damit Ressourcen tauschen, diplomatische Missionen ausführen und in der Gunst andere Weltmächte steigen, um ihre materielle und taktische Unterstützung zu erhalten. Wir können derzeit nur mit dem Hauptquartier der Revolutionäre kommunizieren. Schließlich sind ihre Kommunikationskanäle nicht verschlüsselt. Ich vermute, dass wir mit der Zeit auch mit anderen Mächten Kontakt aufnehmen können. Das Hauptquartier der Revolutionäre, das gefällt mir. Wir können das Satellitentelefon auch benutzen, um Informationen über potenzielle Rekruten in der Nähe abzurufen. Diese Informationen werden einmal in der Woche aktualisiert.
Es kann jedoch auch sein, dass es in der Nähe keine starken Kämpfer gibt. Wir werden die Stufe unseres Satellitentelefons erhöhen müssen, um unseren Suchradius zu erweitern. Oh, und Harun, theoretisch können wir damit tatsächlich Pizza bestellen. Doch ich befürchte, dass es in der Nähe keine Pizzabuden gibt. Dann brauche ich das Teil nicht. Wie auch immer, wir sollten schnellstmöglich mit dem Hauptquartier der Revolutionäre Kontakt aufnehmen. Wir müssen diesen Kampf nicht alleine führen. Mein Skarisch ist ziemlich schlecht, da überlasse ich diese Aufgabe dir. Du solltest jedoch deine Erwartungen etwas herunterschrauben. Die Revolutionäre sind alles andere als organisiert. Selbst die Kämpfer an ihrer eigenen Front haben Probleme, Unterstützung zu finden. Wir sind ziemlich weit hinter den feindlichen Linien, die Chance auf Hilfen stehen also schlecht. Einen Versuch ist es wert. Hey, hallo, hört mich jemand? Hallo, hört mich jemand? Bzzzt. Hey, hey. Wiederholst du dich? Tut mir leid, die Verbindung ist sehr schlecht. Bin ich mit den Revolutionären verbunden? Ja, komm schnell zur Sache, wir sind beschäftigt. Zu viele, zu wenige Telefone. Die Verbindung ist furchtbar. Das soll die beste Technologie sein, die Norda zu bieten hat? Vielleicht bin ich gegen ein paar Drähte gekommen, als ich das Gerät modifiziert habe. Hallo, wir sind ein Team von Guerillakämpfern in Südwest-Skaria. Wir bitten das Hauptquartier um Unterstützung. Kennt ihr weitere Revolutionslager in der Nähe? Im Moment nicht. Front im Osten, du hinter den feindlichen Linien, effektive Unterstützung nicht möglich. Was sagt sie? Ich vermute, dass die Revolutionäre ihre Bemühungen auf Ost-Skaria konzentrieren. Südwest-Skaria ist von Regierungstruppen besetzt, also werden sie uns nicht helfen können. Ich verstehe. Könnt ihr uns irgendwie anders helfen? Wir brauchen dringend Geld, Vorräte, Waffen, Munition. Nein, du verstehst nicht. Skaria, Guerillakämpfer, zu weit weg. Wir können nicht helfen. Aber Verbindungsoffizier helfen, um euch zu registrieren. Euren Wert beweisen. Wir versuchen, begrenzte Unterstützung zu senden. Verstehe. Bitte registriere uns. Wir bleiben in Kontakt. Kein Problem. Wieder melden. Viel Erfolg. Bzzzt. Ich wusste, dass das passieren würde. Die interessieren sich einfach nicht für unser kleines Team. Zumindest konnten wir Kontakt herstellen. Das ist besser als nichts. Wenn die Revolutionäre merken, dass wir ihnen eine Hilfe sind und wir unseren Wert bewiesen haben, werden sie uns bestimmt Unterstützung schicken. Ich habe da nicht viel Hoffnung. Die Revolutionäre sind schließlich selbst auch auf Gelder und die Unterstützung der Republik Nordo angewiesen, um zu überleben. Außerdem könnten einige Revolutionäre zu den Waffen greifen, um im Interesse ihres eigenen Stammes oder ihrer religiösen Sekte zu kämpfen. Sie können sogar Kriminelle sein. Wenn wir unseren Wert beweisen wollen, sollten wir lieber Druck auf Norto ausüben. Norto, ich sehe hier keinen einzigen Agenten der Civic Security Bureau außer dir. Ich finde das auch komisch, zumal das CBS schon seit Jahren in Skaria agiert. Die Fragen werden wohl warten müssen, bis wir die Geheimbasis erreicht haben. So, wir haben unser Satellitentelefon. Tja, wie kriege ich diesen Kerl? Warte mal, der andere. Der ist doch von seiner. Okay, hier sind wir voll. Also wir können wirklich nur wegwerfen und nichts kaufen. Verkaufen. Die haben wir jetzt mal weg hier. So, die Pistole hauen wir auch weg. Aber da stand doch, wenn das voll ist, können wir die Sachen verkaufen. Ach so, warte mal, können wir hier nicht. Jetzt warte mal, nee, wir haben hier. Können hier nichts handeln. Das ist blöd. Jetzt warte mal. Der ist abgeschlossen.
Ach so. Dann muss ich den wieder zu uns holen. Aber wie kriege ich den wieder in unser Team? Scheiße, wie hat man das jetzt gemacht, dass der wieder in unser Team hier reinkommt? Oder brauchen wir da eine höhere Stufe? Das sind ja unsere Missionen. Das ist ja jetzt mal egal. Kommandozentrale. Diplomatie. Tägliche Unterstützung. Noch ein Guerillakämpfer. Interessant. Bitte nenne dein Anliegen. Wir benötigen Informationen über ein Gebiet in der Nähe. Begebt euch zum markierten Ort und kundschaft ihn schnell aus. Missionsziel, Zielgebiet auskundschaften, Belohnung, Material wenig. Shit, wie kriege ich den jetzt? Ah. Jetzt, man muss hier nur hochziehen. Wie kriege ich das wieder zu, das Feld? Ach, hier, schaut euch das an. Ja, das wurde uns bestimmt am Anfang schon erklärt, das habe ich natürlich wieder vergessen. Sehr gut, also wir haben unsere vier Leute wieder. Jetzt können wir auf jeden Fall schön in die Schlacht ziehen. So, das war's aber auch für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann die Mission hier am Satellitentelefon... Oh, warte mal, wir haben ja zwei Missionen hier drin. Gunst ist auf dem Maximum. Wir sehen aber doch hier nur eine Mission. Das wäre die hier. Komisch, weil hier unten steht nämlich Diplomatie-Missionen. Ach so, 0 von 2. Vielleicht heißt es, wir müssen erst die erfüllen und dann die nächste. Dass wir hier dann in der Stufe steigen. Ja, wie gesagt, das werden wir sehen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe natürlich, ihr bleibt dabei. Macht es gut. Tschüss.